Also guten Abend zusammen. genau, ich sage einfach mal ein paar Sätze zu den Zeichnungen, die auch hier vor Ort entstanden sind. Das sind die Arbeiten, die da hinten an der gegenüberliegenden Wand sind. Schwarz-weiß sind sie und die Technik ist Kohle auf Papier. Bei diesen Arbeiten, also ich meine, knüpfe ich eigentlich daran, wo ich nach der Villa Massimo auch nicht wirklich aufgehört habe, aber was für Sie noch vielleicht präsent ist, weil die Ausstellung ja hier stattgefunden hat mit diesen vielen Zeichnungen. Und das war für mich eben seitdem ich in Rom war, auch eine gängige Praxis geworden und die Umgebung und der Wald hat mich immer wieder gereizt und auch interessiert. Und ich hatte mir halt dann im August dann diese eine Woche freigeschaufelt und wollte dann mal hier durch den Wald und um das Kloster herum streifen und dann einfach das auf das Papier bannen, was ich hier sehe. So, leider habe ich dann wirklich das falsche Papier mitgenommen. Das heißt, es gibt eine Mischung von unterschiedlichen Papieren. Das eine ist glatt, das andere ist rau. Das Rauere mag ich nicht so gerne. Da sieht man so eine Art Körnung, die mir an der Stelle nicht gefiel, aber ich habe das irgendwie dann doch im Griff bekommen. Klar, die anderen Widerstände waren das Wetter, also es war nicht so schön wie diese Woche, es war total verregnet. Ich habe zum Teil auch im strömenden Regen gesessen unter einem Baum und es gibt da eine Arbeit, die hängt in der Mitte von dem Block der kleineren Arbeit. Die war wirklich am Ende so nass, dass ich sie auf die Wäscheleine hängen musste. Und es war weniger eine Kohlezeichnung als ein Aquarell. Ich habe intensiv gezeichnet, aber leider nach einer Woche war ich irgendwie drin in dem Thema. Und ich hätte natürlich irgendwie auch ohne Ende weitermachen können, aber es braucht eben auch eine Woche, um dann in dieses, also auch wenn man den Wald kennt, da die richtigen Formulierungen und auch den richtigen Duktus zu finden. Also es ist ja immer eine Übersetzung des Gesehenen auf die Zeichnung und es verlangt dann, dass ich eben auch für diesen speziellen Ort eben auch bestimmte Kürzel finde, um dann eben das, was ich sehe, aufs Blatt zu bringen. Und das hat eben eine Woche gebraucht und da habe ich gedacht, okay, jetzt geht's los, aber dann muss ich schon wieder abreisen. Also ist das erstmal so ein Anfang, den ich als Anfang sehe und ich kann mir vorstellen, dass ich da auch weitermache irgendwann. Ja.